So, und herzlich willkommen auch hier zurück zu einer weiteren Aufnahme. Ja, wir sind fast an den 200 Videos erreicht, beziehungsweise angelangt. Und ab den 200 Videos sozusagen wollte ich eigentlich anfangen, machst ein bisschen Musik rein. Dachte ich mir so, warum denn jetzt nicht? Wir machen eine neue Ausnahmesession. Und jetzt kann es natürlich unten eingeblendet sein, das heißt, ihr könnt auch ruhig ablesen. Das sind verschiedene Soundtracks aus der Papa Floyd, beziehungsweise, ja, Papa Floyd heißt das, glaube ich. KST Beats kommt vielleicht auch noch rein, dann noch ein paar einzelne GEMA-freie Titel und halt so ein paar Playlisten, die unser alter guter Freund Gronkh benutzt, ja. Gronkh, an dich auch hier die Grüße für die tolle Musik und für die tollen Playlisten. Und die verwenden wir auch gleich direkt. Ja, wo waren wir eigentlich abgekratzt hier mittlerweile beim letzten Mal? Muss auch natürlich auch die Stimme dann in diesem Fall erhöhen, was aber auch kein Problem ist, muss dann halt den Ton konstant so lassen. So, das hatten wir letztes Mal gemacht, genau. Im Keller wollten wir halt ein bisschen weitermachen. Genau, Öl zu Benzin müssten wir eigentlich herstellen. Das wäre eigentlich das Schlauste. Der Grund ist, da können wir hinten weiter Öl abpumpen, weil da ist ja momentan empty. Sieht's hier aus? Ach ja, Rotor, genau. Rotorleistung 0. Da soll ja der Dampf rein. Genau, der von hier kommt. Hier kommen ja sowieso noch ein paar andere Dinger hin. Schauen wir mal, wie das läuft. Dann werden wir uns eigentlich darauf aufmachen, erstmal eine Raffinerie zu bauen, beziehungsweise müssten eigentlich noch einen Tank irgendwo hinsetzen, ne? Weil hier ist ja nur Samenkernöl, der natürlich ein bisschen hier dumm hängt. Und den müssten wir eigentlich auch noch ein bisschen korrigieren. Ist jetzt heute ein bisschen anders am PC. Verwunderlich, weil ich hier ein bisschen umgeräumt habe. Das heißt, ich habe hier, man konnte es leicht hören, Chipstüte hier vor mir sitzen. Das heißt, ihr könnt auch zwischendurch mampfen, wie ich Lust hatte und wie ich Bock hatte, aber das mache ich leider nicht. Denn ich will die Aufnahme ja auch nicht für euch versauen. So. Wie sieht's denn eigentlich aus? Hier sieht's, oh, hier sieht's eigentlich soweit gut aus. Ah. Hallo? Hallo? Ah, genau. Hier habe ich nämlich den Öltank ein bisschen umgesetzt. Denn der gute Herr hat nachher oben rumgemuckt, hat dann Wasser reingepumpt. Und das fand ich dann halt nicht so witzig, dass er das dann getan hat. Das heißt, ich habe den dann hier unten hingesetzt, Portal normal hier hingesetzt. Und dann konnten wir halt weitermachen. Ja, Handy ist doch gut. Du musst bitte dein Handy aufladen. Das Ladegerät anschließen. Ja, das mache ich doch irgendwann mal. So. Da genau. Wie viel haben wir denn noch? Warte mal. Wir können erstmal hier ein bisschen Eisen nehmen. Denn mit dem Eisen. Mit dem Eisen. Müssen wir jetzt noch ein paar Tanks machen. Komm hier. Obwohl, komm, machen wir erst das Stahl hier fertig. Nö, nö. So schöne Musik im Hintergrund jetzt mittlerweile. Es ist einfach nur geil, sowas wieder zu hören, halt ein bisschen Musik dabei zu haben. Ich wurde auch immer so gefragt, oh, kannst du nicht mal Musik, mit Musik ein bisschen so idyllischer vielleicht, auch für dich selber, sagten sie meistens. Dachte ich so, klar, probierst du mal aus, guckst du, wie es läuft, guckst du, wie es ist, und dann testest du das natürlich. Natürlich getan, gemacht, geguckt, welche Musik ich denn gern haben möchte, und so weit sind wir dann halt gekommen. Musik ist eingefügt worden, so. Da sind wir jetzt stehen geblieben. Und hier sind wir natürlich auch noch weiter stehen geblieben. Hier, tu mal dit alles mit rein und mach mal. Na, da brauchen wir auf jeden Fall noch, oder auf jeden Fall noch was. Stahltank, ja, da reicht. Bin am überlegen. Reicht eigentlich ein kleiner Öltank, ne? Kleiner. War das so? War das so? Oder war das so? Das war so. Eisentankwände. Genau, mach mal ruhig noch mal paar, wie viele wir haben. Ich weiß gar nicht, wie viele wir. Ein paar brauchen wir auch noch für Fenster oder sowas. 40. Mach erstmal 48. Da haben wir auch noch 60 Stück. Glasscheiben. Glasscheiben anzeigen. Ja. Mal gucken, was brauchen wir denn dafür? Na, ah, idyllische Musik. Ah, ich find's geil. Das Glasscheiben oder? Ah, Schnarch. Schnarch, Schnarch, Schnarch. Aber ich greife mal hier. Unprofessionell wie jeder andere. Ich bin aber. Liegt in meiner Natur. Ja, willst du mich verarschen hier? Sag mir doch, wie ich das verdammte Ding hier machen kann. Hallo. Hallo? Ah.
Glasscheiben. Nam 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 nam. Mampf, mampf, mampf. Hauptsache im LP erstmal mampfen. So. Die Musik fehlt vielleicht, wenn ich halt immer dann noch schaffe und halt mit beikriege, halt noch in den anderen Let's Plays mit auftauchen, sprich Sparks vielleicht ab und zu mal. Muss ich natürlich testen, ob das mit Zendus ungefähr mit seiner Aufnahme passt, beziehungsweise auch mit ihm kooperiere. Ob es denn auch passt. Ich weiß gar nicht, ob er die Titel da unten anzeigt für euch. Wäre natürlich blöd, das heißt, ich werde auch gleich eine kurzen Cut machen, mir anschauen, ob die Folge ganz okay ist. Und dann sehen wir uns eigentlich dann auch wieder. Wir haben noch 10 Minuten, 10, 5 Minuten, je nachdem, wie ich gerade Lust habe. So. Boah. Und wenn er halt die Musik sucht oder halt gern wissen wollt, wo habe ich sie denn her, schreibe ich alles in die Beschreibung. Da sind halt noch ein paar andere Links mit bei. Das habe ich dann halt mit meinem guten alten LP-Kollegen Zendus abgeklärt, wie ich das denn gerne, beziehungsweise was ich gerne für Musik hätte und welche er benutzt, dass wir halt ungefähr fast die gleichen haben, weil die gefallen mir doch sehr, die auch er benutzt. Oh. Warte mal, wo war ich denn hier stehen geblieben? Ja, weil hier bin ich nämlich nicht so weit, weil auf dem Projekt bin ich nämlich schon etwas weiter. Ja, die ganzen PCs. PCs. Ist genau wie Aussparung. Läuft der denn noch? Ja, der läuft noch. Komme ich denn da nicht dran? Ja, komme ich doch. Sollen wir das mal eben machen? Monitor left. Ich glaube, Startup ist das. Ja. Dann sehen wir das wenigstens. Weil da muss ich immer das eigentlich registrieren. Die müssten eigentlich, die anderen PCs müsste ich auch wieder registrieren, aber ach, die brauche ich momentan nicht. Die können auch momentan auch ausbleiben. Hä? Wo kommst du denn hin? So. Du läufst nur noch 56 Minuten. Das heißt, wir müssten eigentlich wieder drei neue machen, ne? Ja. Wir müssen auch langsam Breeder machen. Den müssen wir aber hier unten bei uns im Keller machen. Den verknüpfe ich dann halt mit ME-System, dass der halt automatisch befüllt wird. Und wenn er nicht benutzt wird, halt abgeschaltet wird in dem Falle. Ich will mal hoffen, dass das passt auch mit der Lautstärke ungefähr. Und wenn es halt ein bisschen zu laut ist, werde ich halt in dieser ersten Aufnahme, wo halt Musik bei ist, mal schauen, wie es denn so ist. Und ich wundere, ich sehe ihn gern dabei. Kann bestimmt für euch schrecklich sein, aber Pech. So, machen wir einmal Tankanzeige. Komm, wir machen mal ein paar im Voraus. Gib mir mal her. Genau, 20. Ja, 5. Brauchen wir da eigentlich noch mehr von? Ach, okay. Das ist doch... Doch, doch hier. Nimm. Chili-Chips extra scharf. Ja. Sind's aber nicht. Solange wir darauf warten, bis der geladen hat, da können wir eigentlich noch alles ein bisschen anders Quatsch machen. Weil ich werde das Let's Play jetzt ein bisschen anders aufbauen, halt ein bisschen natürlicher. Und halt, wenn ich halt nebenbei was trinke, trinke ich halt nebenbei. Weil mich soll es nicht stören. Und ich hoffe, euch stört es nämlich dann in dem Fall auch nicht. So, ein Lever brauchen wir und Eisengitter. Weil, ich sag mal so, ich sehe es halt nicht ein, einen Kompromiss für jemand anders zu machen, weil ich dann meine, es könnte besser werden. Deswegen machen wir das so, wie ich das jetzt hier möchte. So. Aber Lever habe ich, glaube ich, nicht. Die On-Lever, die Hebel, die... Weil mittlerweile will ich dann halt ein bisschen weiter professioneller, ein bisschen auch einen Schritt weiter kommen. Denn mittlerweile mit den knapp 75 Abos ist das schon eine krasse Leistung, die ich hier... Auch wenn man sagen kann, oh, mit diesen wenigen Abos, aber guckt jemand die anderen hin, ja, bla bla bla, sag mir nicht... Und erzähl mir nicht ein vom Keks. Denn das ist wirklich auch ein kleiner Fortschritt. Selbst wenn es nur so ein kleiner Fortschritt ist. Wieso? Ach hier. Komm, mach man. Brauchen wir eh vielleicht. Dann machen wir hier noch ein paar Eisengitter. Können wir zum Not auch noch benutzen. Kohldust. Oh, Kohldust. Wie sieht's eigentlich aus? Ist ja noch am. Was habe ich denn hier reingeschmissen? Ach, Fäden hatte ich hier noch reingeschmissen, genau. Für was, weiß ich jetzt auch nicht. Das sind Tanks. Ja, die Dinger, die kann ich eigentlich gleich da hinten reintun. Farbe brauche ich nicht. Ach, wo will ich denn hin? Holz nehme ich noch gerne mit. Genau, Holz brauchen wir vielleicht noch ein Stack oder so. Dann vielleicht noch ein zweites und ein drittes mit.
So, und dann gehen wir jetzt in den Keller und tun noch irgendwie ein bisschen vorbereiten, dass wir halt aus Öl Benzin machen. Dann schauen wir mal gerade. Hier könnten wir eigentlich die Leitung runterziehen. Bin ich richtig? Ja, genau. Hier runter. Wir könnten eigentlich hier verarbeiten lassen und direkt hier reinpumpen. Wäre ja gar nicht schlecht. Wobei hier noch ein Koksofen. Warte mal, jetzt mit dem überlegen. Oben drei, hier nochmal drei. Vielleicht außerhalb von irgendwo was noch Pein sitzen. Ja, dann setzen wir den nochmal hier hin. Dass wir den alten Schlingel zur Not hier noch drin haben. Was mache ich denn hier? So. Oder wir setzen dich. Bist du noch ein tiefer? Warte mal, wie kann ich denn runtergehen? Das wäre jetzt die tiefste Stelle. Da unten hatte ich eigentlich noch frei, ne? Oder täusche ich mich? Genau, da unten hätte ich jetzt noch frei. Und ich habe mein Jetpack gar nicht an. Oh, wo ist mein Jetpack? Oh, ich weiß es nicht. Ist halt auf, was ich nicht runterfliege. Dahin? Oder hierhin vielleicht? Hätte natürlich auch was. Der hätte dann halt die Option zum Zuschalten von Öl. Ja, bin ich gerade am Überlegen. Wäre gar nicht die schlechte Option. Ich glaube, das war. Warte mal, wie konnte man. Konnte man nicht Benzin, beziehungsweise. Hieß das nicht Öl? Genau, Combustion Engine. Genau, oder in die Liquid Fuel Firebox mit reinmachen. Das heißt, entweder mache ich mit Teeröl und den Dampf, den ich sowieso produziere, oder wenn mir die Energie nicht reicht, zuschalten. Da brauche ich aber gar nicht so einen großen. Dann hätte ich nämlich Platz hier oben in dem Schacht die Raffinerie reinzubauen. Da hinten in der Ecke. Müsste es eigentlich nur da hinten rauspumpen. Ist der 1, 2, 3, 4. Der 1, 2, 3, 4. Der 4. ist hier. Der 4. ist hier. Welcher ist denn der 5. hier? Ist das auch noch? Oh, das ist auch noch Lava, alles klar. Ach ja, das war ja mal, wenn der abschaltet, kriegt der keine. Keine Biomasse, ist aber eigentlich auch vollkommen egal an der Stelle. Sowieso noch umgebaut, beziehungsweise die kommen vielleicht auch noch weg. Oder werden halt umgebaut. Das weiß ich noch nicht. Dann machen wir das doch hier hin. Warum nicht? Ah, wer kennt's nicht? Wie groß können wir den denn machen? Abmessung 3, 5, 7. 1, 2, 3. Ja, machen wir 3. Da, aber in dem Fall mache ich das anders. Und setze den Tank nämlich eine Etage noch weiter nach unten. Ach ja, die gute Musik. Weil wer sie benutzen kann, ne? Wenn jemand anders sie benutzen kann, kann ich sie wohl auch benutzen. Dann machen wir. Eigentlich reicht unten. Unten raus, oben rein. Ah ja. So, 1, 2. Dann mach doch mal hier 1, 2 und 2 und 2. Hier auch noch ein neuner Feld raus. Dann haben wir das halt bündig hier oben. Obwohl es dann jetzt ein großer Tank ist, den ich eigentlich nicht haben wollte. Ist aber auch egal. Ich weiß noch nicht, wie viel wir Öl allgemein überhaupt rauspumpen. Weil die Ölstation werde ich sowieso etwas immer versetzen werden, wenn ich die Zeit dazu habe. Das ist ein bisschen groß, oder? Egal. Da werden wir vielleicht noch ein bisschen mehr haben, und falls wir nicht zuschalten oder halt nichts brauchen, können wir das halt doch in so einem großen Tank speichern. Aber ich glaube, die Dinger reichen nicht, oder? Nee, 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 die reichen nicht. Oder? Machen wir hier noch? Machen wir da noch? Jetzt haben wir doch hier noch ein paar Fenster. Lalalalat. Ah, reicht da noch? 1,152 Millionen Liter passen rein. Und es fällt jetzt gar nicht auf, dass er jetzt doch noch ein Tacken größer ist, denn er wurde ja nur so abgekattet, wie er ist. Dann hätten wir das schon mal. Dann könnten wir, wie wir wollen, doch hier schon mal zumachen. Das brauchen wir nicht mehr. Und das gleiche gilt auch. Ah, egal, das ist jetzt da oben egal. So schon mal zumachen, das brauchen wir alles nicht. Da weiß ich noch nicht, ob ich hier dran muss. Und hier tun wir mal eine Fackel irgendwo. Nein, dahin.
So, aber ich mache mal kurz einen Cut. Stoppe mal kurz die Musik, dass wir gleich auch in dem Anschluss weitermachen können. Und würde gucken, wie die Testaufnahme ist. Und wenn sie eine Resonanz von mir aus gut ist, von Musik, vom Sprechklang her, dann mache ich direkt so auch weiter. Dann würde ich sagen, bis gleich in der nächsten Aufnahme und bis dahin, tschüss.